Am kommenden Sonntag ist wieder Graz-Marathon. Die Faszination des Laufens hat Millionen Menschen weltweit erfasst. Wir begleiten drei passionierte Läufer bei den Vorbereitungen. Da kommen sie, drei begeisterte Läufer, die sich auf das steirische Laufhighlight des Jahres einstimmen. Graz-Marathon-Botschafter Christoph Sumann, Radio Steiermark-Moderatorin Eva Pöttler, Sportfotograf und Lauffreak Horst Plankenauer. Horst, du bist ja der Marathonmann schlechthin. Du hast die großen 6 Marathons dieser Welt schon absolviert. Genau. Der erste Marathon war in Graz. Da bin ich eingeladen worden. Ich war immer Läufer, aber Bewerb gelaufen bin ich zuerst in Graz. Und die 6 großen habe ich in New York, in Tokio, in Berlin, in Boston, Chicago und in London absolviert. Christoph Sumann, du warst der Marathonmann im Biathlon, bist jetzt so ein richtiger Läufer. Warum diese Passion, diese Leidenschaft zum Laufen? Laufen hat immer schon zum Trainingsprogramm gehört über die letzten 30 Jahre und mit dem will ich nicht aufhören. Laufen ist ganz einfach, das kann man immer und überall, zu jeder Tag- und Nachtzeit, braucht nur ein paar Schuhe. Aber jetzt hören wir auf zum Quatschen, sondern wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Man soll es ja auch nicht übertreiben, wenn man einen Halbmarathon läuft am Sonntag, deswegen eine kurze Pause jetzt im Training. Sumi, warum die Motivation bei dir noch immer so groß zu laufen? Früher habe ich müssen und dürfen und jetzt darf ich nur mehr, ich muss nicht mehr. Horst, was möchtest du denn den Läufern noch mitgeben? Für die Läufer, no finish is no option und ganz wichtig für das Publikum, bitte feuert die Läufer an, die Motivation ist so wichtig für einen Läufer. Tja, und ich finde, Freude am Laufen haben und die Medaille abholen. Sicher, oder? Bestimmt.